Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Samstag war ich zwar hier, wollte meinen Stecker machen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Naja, egal. Das heißt, mein Licht von der Schilder auf der rechten Seite funktioniert immer noch nicht. Heute Morgen fahre ich mal wieder Maschine tauschen. Ich fahre zuerst nach, beziehungsweise ich lade jetzt hier unseren neuen Cut, unseren 330. Geht nach Sembach und in Sembach der 926. Kommt hierher auf den Hof. Der hat Werkstatttermin. Zum Glück habe ich den Bagger getankt. Den Bagger aus der Werkstatt nachdem er fertig war, beklebt war und alles, habe ich jetzt nicht mehr so viel. Jetzt kann ich den Bagger laden und kann abfahren. Ich bin hier auf der Baustelle auf dem Heuberg. Ich werde hier jetzt drehen. Das sieht abgewalzt aus. Ich hoffe, dass mich das trägt. Ansonsten gibt es eine schöne Rutschparty ins Nichts. Sonst hier drehen soll. Mit dem Schalter hinten drauf. Ich fahre gerade in den Abgrund.
Alter. So. Jetzt weiß ich auch nicht, nehme ich den Löffel, was der Bagger hier hat, nehme ich das alles mit oder nicht? Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mit. Ich packe ja innen drin. Das ist der alte. So. Der Schlüssel los. Was los? Sorry. So, machen wir die Kamera mal fest. We'll be right back.
gleich im Lager Auenbach in Baumholder. Zu Hause habe ich unseren Teleskoplader geladen. Das hat noch ein bisschen gedauert, weil der noch nicht ganz fertig war in der Werkstatt. Den, wie gesagt, bringe ich jetzt hier hoch, Lager Auenbach. Der hier steht, ist ja nur ein Mietgerät, der kostet jeden Tag Geld und wird nicht wirklich gebraucht. Den lade ich dann wieder, fahre den zurück nach Rennsdorf. Wenn unserer fertig ist, nehme ich den mit. Wenn der nicht fertig ist, lasse ich ihn stehen. Auf jeden Fall. Das Mietgerät geht dann halt wieder zurück. Wie gesagt, wenn wir jetzt erstmal draußen stehen und dann fahre ich einfach gleich hier hoch. Ich glaube, dass ich hier durchpasse. Wieder hier rechts rein und dann laufe ich mal runter ins Büro, gehe mich mal anmelden, weil das Tor offen ist. Gut, gehe ich mich mal anmelden und dann frage ich einfach, ob ich den Merlo runterfahren soll oder hier oben stehen bleiben darf. Oh, hier steht alles voll. Hier stehen bleibe ich doof, ne? Bleib ich hier vorne stehen. Hier neben an der Seite. Es sollte alles durchkommen, es sollte passen. Wenn einer hierher will. Keine Ahnung. So, wie gesagt, ich laufe mal schnell davor, melde mich an. Die machen schon alle Feierabend gleich. Bestimmt schon wieder zu spät. Schlüssel. Bis gleich. 15.43 Uhr. Ich habe schon leer. Ein Kollege aus dem Büro war auch schon hier. Hat die Übernahme. Ging sehr flott hier. Richtig unbürokratisch, ja, also nicht, das ist dreckig und das ist weiß nicht was. Und ich meine, so wie man es halt schon mehrere Male erlebt hat, ja, aber hier gar nicht. Kurz mit hoch, die Betriebsstunden aufgeschrieben und das war's schon. So, ich habe jetzt heute nichts mehr. Ich fahre jetzt nach Hause. Es wird auch 17 Uhr vorbei sein, bis ich zu Hause bin. Morgen weiß ich nicht, was es morgen gibt. Weiß ich ja so gut wie nie. Schönen guten Morgen. Am Dienstag. Ich bin hier gerade am herausfingern, wo ich mein Bagger hinbringe. Ich fahre nach Landstuhl, laden A29 Mobilbagger und der soll nach Frankfurt. Baustelle Seckbach-Sammler. Als Lieferadresse steht hier am Erlenbruch-Stadion.
Ich gehe davon aus, das Stadion vom FSV Frankfurt. Weil das ist am. Die Straße von dem Stadion ist am Erlenbruch. Gehe ich mal davon aus. Ja. Einfach mal nach Landstuhl lade erstmal und dann werde ich gucken. Vielleicht haben die noch eine genaue Adresse. Aber das sieht schwer nach Baustelle aus dort. Ja, das muss. Bin ja gerade auf Google Maps. Google Maps. Da ist ein Bahnübergang, ja, da müsste ich drüber kommen nochmal. Und dann bin ich direkt vorm Stadion des FSV Frankfurt, sorry. Und da sieht es aus, als wäre da halt einfach Baustelle. Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Wenn nicht, fahre ich da mal hin. Auf jeden Fall, ich habe eine Telefonnummer, bei der ich mich dann melden kann. Da wird mir jemand weiterhelfen. So, die ganzen Schlüssel mal aus dem Sack tun. Schon 20 nach 6 vorbei. 20 nach 6 Uhr meine ich natürlich. Ich kann erst gegen 8 Uhr laden. Weiß nicht, was ist mit dem Bagger, ob der noch nicht fertig ist. So, Auto stimmt. Das passt alles. Fahr mal los. Doof. Kurz vorm Ziel, kennst dich nicht wirklich aus. Und dann musst du noch petzen. So, die hier machen wir mal an. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Falls ich sie brauche, dass er an ist. Meine Zielstraße sein. Ampelrot. Sorry. Der Fußgänger nahm es mit Humor. Was soll er auch machen sonst, ne?
aus. Auf den Platz. Danke. Und dann laufe ich mal davor. Und nicht rufe, sondern geht da mal gucken, was das Sache ist. So, hinter mir war ja alles frei. Bleiben und kann hier abladen. Also erstmal angepflaumt worden. Hier steht schwarz auf weiß. Dieser Weg hier, wie heißt der? Am Erlenbruch Stadion. Erlenbruch Stadion. Das sind meine Angaben, die ich hier habe. Wie gesagt, erstmal bleib doch stehen mit deiner Mühe. Erstmal angeschnauzt worden, dass ich auf Privatgelände stehe. Das mag ja sein. Ja. Ich habe trotzdem das befolgt, raus. Trotzdem das befolgt, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe. Nicht mehr und nicht weniger. Und ja, hat mir jetzt gesagt, ich hätte können einfach auf der Autobahn weiterfahren oben. Hätten sie gar nicht von der Autobahn runter. Losgefeuert. Hab dann ein bisschen zurückgefeuert und ja, so, jetzt muss ich hier rechts runter. Da kann ich meinen Schlauch. Ah, passt. Ah ja, hab dann ein bisschen zurückgefeuert. Ach Gott, ich hab doch bestimmt hin. Der halbe Hang mit weg, ne, gar nicht. Sieht alles gut aus. Und hab gesagt, er soll vorfahren, ich komm. Ja, war halt ein bisschen launig. Und ja, dann war alles wieder gut. Aber wie gesagt, ich hätte können hier auf der Autobahn weiterfahren. Gibt eine extra Ausfahrt, die kann ich dann auch jetzt wieder nehmen für hoch. Also ich kann hier diese Richtung auf die Autobahn fahren, mache ich dann auch. Fahre dann auf die A5 hin drauf, aber wenn dir was gut ist, ich bleib jetzt hier kurz stehen. Ach.
lass mal leer laufen. So. Viel, viel, viel besser. Viel besser. Hier, alles Kabel. Diese Wasserluft, das hat er mir auch gesagt, kann ich durchfahren. Soll ich durchfahren? Und hier kann ich dann später wieder hoch. Und hier hätte ich können runterkommen. Naja, egal. Alles gut. Ich bleib hier kurz stehen. Warte, bis die Jungs hier fertig sind. Dann stelle ich mich hier neben rein. Ich bin ja auf der Autobahnstelle, ne? So, der Wackel steht da vorne dran. Wird für Filmaufnahmen verwendet. Deshalb darf der auch nicht in den Dreck rein. Sie erreichen Ihr Ziel um 11.14 Uhr. Oh Schnecke, ich bin doch schon lange da. So, mal gucken, wie ich... Der hat jetzt gesagt, ich müsste wieder drehen, ne? Aus. Ich fahr jetzt hier hoch. Hochkomme. Ich mach gleich mal eine Sperre rein. Und wie gesagt, dass ich hier über die Kuppe komme, könnte knapp werden. Genauso hätte ich hier können vorhin rausfahren. So, noch kurz stehen bleiben, muss mein Fahrniveau mal wieder einstellen. Na, die Runde geht raus. Und hier vorne kann ich mich dann in den fließenden Verkehr, kann ich mich da wieder einordnen. Minuten vor 1, ich bin gleich an meiner Ladestelle in Ingelheim.
Jo. Und ja, wie gesagt, in dem Berg werde ich nichts filmen. Ach ja, 14.15 Uhr. Ich habe geladen. Und den LH 26. Den. Sorry, war ein bisschen. Bin aus der Puste, das war ein bisschen Quälerei. Fahre ich jetzt hoch nach Sembach. Weil ich gegen 15.30 Uhr, kurz vor 16 Uhr leer sein. Ich denke, das war's für heute. Wunderschönen guten Morgen. Mittwochmorgen. 10 nach 6. Heute Morgen fahre ich nach Kaiserslautern, wieder in den Prepark. Da steht der 14-Tonner Bagger. Den lade ich und fahre den in die Innenstadt von Kaiserslautern, in den, da gegenüber von dem Baumarkt. Da steht eine Kamera so schief. Der steht schief. Sorry. Dann, wenn ich leer habe wieder dort, fahre ich nach Wiesbaden runter. Und in Wiesbaden setze ich nur Maschinen um von der einen auf die andere Seite. Ich habe mal eine andere Kameraeinstellung. Jetzt quasi im super Weitwinkel. So, hier fahre ich rein. Ich fahre über den Parkplatz von dem Matratzenladen. Dann, dass ich später hier aus der Straße rauskomme. Sollte passen. Wenn wir hier endlich mal fertig sind. Ja. Der hier steht, komme ich mit Sicherheit nicht ums Eck. Ne? Solange der hier steht, komme ich mit Sicherheit nicht ums Eck. Ja. So ein bisschen auf die Kuppel mal ab, dann wir so neu fahren. Okay. So, ich habe fertig. Fahr jetzt ein Stück zurück. Dann fährt der Baggerfahrer mit seinem Sprinter hier rein. Und ich gucke, dass ich hier rechts ums Eck komme. Könnte knapp werden.
besser als erwartet. So, jetzt fällt noch dieses Eck hier. Fahr hier gleich auf den Bordstein. Da steht der gammelige Roller hier, ne? Das sollte reichen nochmal. Dieser Baustelle habe ich die Planierraupe so bescheiden abladen musste. Ja. Mal gucken, was ich jetzt hier machen soll. Die Raupe ist anscheinend fertig, die soll anscheinend auf eine andere Baustelle machen. Bescheiden wieso, ne? Ich glaube, ich hätte um die Kreisen fahren. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Mir glaube ich besser gewesen.
der Nachmittag. 14 Uhr. Ich habe hier geladen. Wo wir diese Walze hinfahren, zeige ich euch in der nächsten Folge. Die Kamera hängt nicht mehr so schön irgendwie. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es wird nie langweilig. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß an der Sache. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Tschüss.